Sieht echt hässlich aus. Diese Lampe rettet mein Leben. Okay, aber so geht das Ganze hier nicht. Ist es eine chillige Atmosphäre? Hey Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Wir haben gerade 21.12 Uhr. Und ich lag gerade im Bett und habe YouTube-Videos geschaut. Und dann hatte ich irgendwie Lust, auch ein YouTube-Video zu drehen. Und jetzt bin ich hier vor der Kamera und drehe ein YouTube-Video. Ich habe bei der lieben Selina ein Video gesehen, was ich unbedingt jetzt auch machen wollte. Und zwar hat sie ein Video gemacht, wo sie so die 10 erfolgreichsten Jugendwörter aufgezählt hat. Dann habe ich mir auch ein paar Jugendwörter rausgesucht und ich habe jetzt hier eine Liste von den beliebtesten Jugendwörtern von 2018 bis 2017, die ich euch gleich mal vorlese. Und dann lese ich euch ein paar Jugendwörter vor von 2019. Ganz ehrlich, die sind irgendwie alle echt lustig. Ich kenne halt die Hälfte davon nicht. Falls ihr mir noch nicht auf YouTube folgt, könnt ihr das jetzt gerne machen. Einfach da auf Abonnieren drücken. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Alarm! 2008 war das beliebteste Jugendwort Gammelfleischparty. Das ist eine Party, wo man über 30 Jahre sein muss. Das heißt dann irgendwie, glaube ich, so viel wie ab 30 wird man alt und deswegen Gammelfleischparty. 2009 war das beliebteste Wort Harzen, also Harzen. Harzen heißt so viel wie auf der faulen Haut liegen. 2010 war das beliebteste Wort Niveau-Limbo. Warum habe ich hier eigentlich den Stecker drin? Niveau-Limbo heißt so viel wie ständiges Absinken des Niveaus. Ah ja. 2011 war das beliebteste Wort Swag. Swag, weil, keine Ahnung. Ja, Swag heißt so viel wie coole Ausstrahlung, also. 2012 war das beliebteste Wort YOLO. Ich weiß nicht, es gab sehr viele Bedeutungen für das Wort YOLO und ich glaube, ich habe auch erst 2016 oder so erst verstanden, was YOLO heißt. Und zwar heißt YOLO, you only live once. Aber ja, YOLO, you only live once. Dann 2013, Babu. Babu heißt so viel wie Anführer oder Chef. 2014, läuft bei dir. Ich hatte auch mal eine Phase, aber es war letztes Jahr oder so, da habe ich immer gesagt, ja, läuft bei dir. Und ich habe mich richtig cool gefühlt. Ja. 2015, Samobi. Heißt so viel wie Smartphone plus Zombie ist gleich Samobi. Ich muss raus. Warum? Und wie kommt man auf solche Wörter? 2016 war das beliebteste Wort Fly sein. Das heißt so viel wie abgehen. Also Fly sein. Lass mal Fly sein. 2017, IBIMS. Bin ich dumm oder war das nicht 2019 das beliebteste? IBIMS heißt so viel wie ich bims. Okay. Ich bims. Dann lese ich euch jetzt mal hier meine rausgesuchten Wörter vor. Die habe ich in einer Internetseite gefunden. Das erste Wort ist, das habe ich wirklich noch nie gehört, alles Gucci. Also, ich weiß nicht, alles Gucci. Das heißt so viel wie alles gut. Wird als Frage und Antwort verwendet. Alles Gucci? Alles Gucci. Ich habe wirklich noch niemanden alles Gucci sagen hören. Ich habe es auch noch nie gesagt. Dann ein Wort, das jeder kennt. Und zwar Ehre genommen. Ehre genommen heißt so viel wie jemanden besiegen oder jemanden respektlos behandeln. Dann ein Wort, und zwar Gönjamin. Das ist die Bezeichnung für jemanden, der sich Luxus gönnt. Gönjamin. Dann Habibi. Und das ist arabisch und bedeutet Schatz. Habibi höre ich echt oft. Das nächste Wort ist Hasseln. Hassler. Hassler. Und es bedeutet so viel wie, das bedeutet so viel wie hart und viel arbeiten, um reich zu werden. Habe ich noch nie gehört, aber anscheinend ist es sehr populär. Nee. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, ob ihr bis jetzt alle Wörter davon kanntet. Dann mach kein Auge. Und mach kein Auge habe ich auch echt schon oft gehört. Ich sag zum Beispiel immer, ich weiß nicht, das ist irgendwie voll unlogisch, aber ich bin mal mit Nathan, also meinem Freund, bin ich Flugzeug geflogen. Ja, so, also ich hab halt immer voll Schiss, dass ich, dass wir abstürzen oder dass ich abstürze. Und er sagt immer dann so, mach kein Auge, sonst passiert's wirklich. Keine Ahnung,
Ich habe die Bedeutung von Mach kein Auge sowieso nie verstanden, weil es irgendwie voll viele Bedeutungen hat. Aber anscheinend heißt es neidisch gucken oder neidisch sein. So. Und eine, also an das Wort, was jetzt kommt, kann ich mich echt gut erinnern. Weil irgendwie bei meinem Insta, immer wenn ich durch die Stories gescrollt habe vor einem halben Jahr oder so, hieß es halt, ja, weil Baum. So, du bist dumm, weil Baum. Und ich dachte mir nur so, hä? Ja, aber weil Baum heißt anscheinend allgemeingültige, phrasenartige Antwort, die immer gesagt werden kann, wenn man nicht antworten kann oder will. Ja, dann kommt Jeet. Und Jeet heißt Ausruf für Zustimmung, Begeisterung und Freude. Also Leute, Jeet, also die Jugendsprache ist echt eine schwere Sprache. Dann flexen. Und flexen kann ich euch erklären. Jetzt wenn ich mir jetzt eine Rolex kaufe und ich euch die so in die Kamera halte und sage so, yo Bro, ich habe eine Rolex, dann flex ich. Aber das ist flexen, also angeben mit etwas. Auf meinen Nacken, das höre ich auch sehr oft. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Döner kaufen will, aber ein Kumpel oder eine Freundin dabei ist, dann sagen die so, ja, heute geht auf meinen Nacken und dann zahlen die praktisch. Auf meinen Nacken heißt etwas, wenn man jemanden etwas ausgibt. Das nächste Wort ist auch sehr viral gegangen. Das heißt, muss los. Also es war ja erst Bruder muss los und dann irgendwie doch muss los und dann... Muss los heißt so viel wie Reaktion auf eine peinliche oder merkwürdige Situation. Dann, AF heißt es fuck. Und das bedeutet, das ist eine Betonung, wie besonders etwas ist. Zum Beispiel, die neue Staffel ist sick as fuck. Die neue Staffel krass Klassenfahrt ist sick AF. Wow. Also wirklich, wo ich das gelesen habe, da war ich ja total verwirrt. Ich habe das Wort noch nie gehört. Und zwar Ejas oder Ejas. Ejas? Ich weiß nicht, das heißt Instagrammer? E-G-E-R-S. Instagrammer auf jeden Fall. Nicht mehr Influencer, sondern Ejas. Ejas. E-G-E-R-S. Also diese Abkürzungen verwirren mich sowieso total. Früher wurde dann irgendwie so L-Y, so Love You oder WDM, was machst du, geschrieben. Da bin ich noch einigermaßen mitgekommen, aber hier I-M-G-T-F-J, also auf Englisch. Denkt euch das jetzt auf Englisch. Und zwar Let Me Google That For You. Eine Abkürzung. Also da steht jetzt Let Me Google That For You Ausdruck, wenn jemand eine unnötige Frage stellt. Und dann Wack. Wack, das sagt mein Freund und ich teilweise auch immer noch. Wack heißt so viel wie, das ist uncool oder langweilig. Ich wiederhole meinen Freund mal. Oh, wie wack. Falls ihr mich noch nicht auf YouTube abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt gerne machen. Kleiner Reminder. Und dann würde ich sagen, lese ich jetzt mal das letzte Wort vor. Verstehe ich das Ganze auch nicht. Aber, keine Ahnung. Und zwar Exting. Exting. Wisst ihr, wie Texting? Das heißt, mit jemandem via Texting bzw. Text Messenger Schluss machen. Also, wenn jemand mit euch auf WhatsApp Schluss macht, dann wurdet ihr geextingt. Ich habe noch nie, also auch wirklich nie, von Exting oder LMGG. Ich habe wirklich von fast allen Wörtern da noch nie was gehört. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr ein paar von den Wörtern verwendet, wenn ja, welche. Genau, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Mua. Tschüss.